Ja, hallöch, mein Lieben, und herzlich willkommen zur ersten Folge von Let's Play Mount & Blade 2 Bannerlord. Und es ist endlich draußen. Ich habe es heute am ersten Tag gleich geholt. Im Early Access ist es jetzt verfügbar. Und ja, wir haben lange gewartet. Sehr, sehr lange, meine Lieben. Und ich hoffe, dass wir jetzt auch ordentlich Spaß haben können. Auf jeden Fall werden wir uns die Kampagne angucken und ich werde jetzt ein bisschen was dazu sagen, was so die Unterschiede zu Mount & Blade Warband sind. Und zwar, das habe ich schon gelesen, soll es eine Story geben. Es soll einen Storyfaden geben, dem wir folgen können, wenn wir wollen, aber wir müssen nicht. Und ich hoffe, dass das, sage ich mal, nicht so zwanghaft wird, ja. Zum Beispiel bei Skyrim musst du auch die Hauptstory nicht machen, aber man merkt halt schon, wenn man sie nicht verfolgt, finde ich. Also im Hinterkopf hat man dann immer, ja, es ist ja jetzt eigentlich die Story. Ich muss ja die Story eigentlich machen. Ich will das Spiel ja durchspielen und bla. Und ne, irgendwie kommst du dann doch zur Hauptstory. Und ich hoffe, dass man das Spiel hier auch ganz ohne die Hauptstory durchspielen kann. Beziehungsweise, ja, seine Kampagne gewinnen kann, sage ich mal. Wir gehen auf jeden Fall nach Campaign hier. Und ja, wenn ich... Ja, ich hoffe mal, ich habe keine Abstürze oder so. Deswegen, das ist Early Access alles, das ist der erste Tag, hier kam auch kein Patch oder sowas, ja. Und jetzt können wir uns hier, genau, unsere Kultur aussuchen, Empire, Sturgians, wir lesen uns hier jetzt mal kurz ein bisschen durch, ja. Hier kriegen wir mehr Upgrade XP to Troops from Battles, hier Less Speed Penalty from Snow, also Snow scheint, also Schnee scheint hier auch die zu verlangsamen. Und Empire Construction Speed Bonus to Town Projects. Also da werden ja Wälle schneller repariert, Belagerungssachen werden schneller gebaut und halt ja Sachen in der Stadt werden schneller geupgradet bzw. gebaut. Hier sind Karawanen ein bisschen billiger und man bekommt weniger Trade Penalty, also so ein, ich denke mal, so ein Handelsmalus, ja, der ist ein bisschen verringert bei denen. Und bei den Kutsites, da haben wir einmal mehr Speed auf den Pferden. Und ja, das war es anscheinend schon. Und bei den Batanians, da haben wir Forests, also Wälder geben 10% weniger Abzug auf die Geschwindigkeit von Partys. Ja, gut, das war's und jetzt können wir mal kurz gucken, welche wir nehmen, also welche interessant sind. Ich persönlich würde eigentlich gerne Empire nehmen. Ich fand nämlich Empire eigentlich ganz cool. Und dann gibt es auch noch so welche nordischen, also ich werde mir die alle nochmal ganz in Ruhe angucken, aber wir fangen jetzt erstmal an mit Empire, ja. Und ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Hier haben wir unseren Mannequin. Und leider haben wir hier keine Musik, keine musikalische Untermalung oder sowas. Nicht wundern. Das. Attack! Former Shield Wall! Ja, machen wir mal so. Wir können hier ganz, ganz viele Sachen anpassen, aber ich möchte gar nicht so viel anpassen. Wir können eine andere Frisur nehmen. Ne? Wir können noch ein Bart dran heften. Ich möchte gerne noch ein Bart dran hauen. Nein, das nicht. Ich möchte einen Bart. Bart. Beard. Hier irgendwo Beard. Ist hier kein Bart? Ich will eigentlich einen Bart haben. Ah, hier, da unten. Ah, ich habe die Bärte völlig übersehen. Aber die sehen jetzt nicht so... Also das sieht ein bisschen komisch aus. Ist wahrscheinlich Platzhalter oder so. Sieht ein bisschen sehr merkwürdig aus, der Bart. Der sieht schon besser aus. Also den kann man sich eigentlich gönnen. Der sieht auch meinem relativ ähnlich. Wobei meine Haare noch ein bisschen... vorhanden sind, auch wenn nicht so lang. Na, ich würde sagen, das hier geht klar, oder? Ja, das geht fit hier. Choose your family. One-handed. Okay. Ah, genau, hier kann ich aussuchen. Genau, Landlords. Dann sehen wir oben auch, wie sich das hier verändert. Das ist sehr gut gemacht. Also wir sehen hier die Social Traits wie Trade oder Charm. Hier sind die verschiedenen. Ja, einmal für Einhänder, einmal für Zweihänder und einmal für Pole Arms. Den deutschen Begriff dafür weiß ich gerade nicht. Hier haben wir dann nochmal den Bogen.
Beziehungsweise hier ist der Bogen, da der Crossbow und hier ist Werfen. Also hier sieht man die ganzen verschiedenen Skills, die man so hat. Und je nachdem, was wir hier so nehmen, ne, verbessern sich hier verschiedene Sachen. Deswegen, da müssen wir mal eben kurz gucken, was für uns am besten ist. Weil ich möchte auf jeden Fall ein Nahkämpfer werden. Ja? Ich möchte im Nahkampf gut werden. Und ich würde sagen, hat hier irgendwas mit Reiten zu tun? Nee. Ja, doch, da. Einmal die Polearm, wobei ich mit Polearm gar nicht spielen möchte eigentlich. Also Polearm ist für mich eigentlich ganz unrelevant. Smithing. Hier können wir Forge Metal. Wir können sogar schmieden in dem Spiel. Also ich würde sagen, dann nehmen wir den Schmied. Da haben wir hier sogar den Crossbow. Aber wobei ich Crossbow eigentlich gar nicht machen möchte. Was haben wir denn hier noch? Scouting. Hier haben wir einmal Rogery. Experience with the darker side of human life. You can tell when a guard wants to bribe. Ah, okay. Also hier kann man... Ah, okay. Das ist gar nicht mal schlecht eigentlich. Aber hier unten sieht man nochmal alles, wo es hier reingeht. Also ich würde sagen, wir nehmen einfach das hier, ne? Können wir schneller reiten. Und dann haben wir noch Leadership-Skills. Und dann seht ihr wieder, wie sich das hier oben verändert, ja? Also Early Childhood. As a child, you were noted for your brawn, your attention to detail. Also das ist hier alles unsere Vorgeschichte. Ich möchte bei dieser Vorgeschichte auch eher auf die Talente eingehen, da die Vorgeschichte, ja, hier, das klingt eigentlich ganz gut. Your attention to detail, weil ich bin auch eher Einhänder und mit dem Schild unterwegs. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Das machen wir also. Dann können wir hier noch einen weiteren nehmen. Da würde ich sagen, was können wir denn da Schönes nehmen? Also schmeißen ist für mich eigentlich uninteressant. Was haben wir denn hier? Tactics. Aber die Animationen sind süß gemacht. Wirklich, die Grafik gefällt mir sehr gut. Das ist total cool. Und vor allem, wenn man sich jetzt mal vorstellt, Leute, stellt euch mal vor, was alles möglich sein wird mit dieser Grafik, mit dieser Grundlage des Spiels. Die Mods, die gehen einfach crazy dann. Wir können so verdammt viele Projekte machen mit dem Spiel. Das ist irre. Also da werden so viele Projekte mitgemacht, meine ich. Das wird heftig. Engineering, Knowledge and How to Make Things. Ich würde sagen, ja, wir nehmen mal den hier, Hunted Small Game. Da haben wir so ein bisschen Tactics noch mit drin und Bow. Das klingt gar nicht schlecht. Dann in der Jugend sind wir hier. Was machen wir denn hier mal am besten? Ich würde sagen, Trained with the Infantry. Haben wir noch ein bisschen hier One-Handed. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, auch wenn ich ein bisschen mehr Riding gar nicht so schlecht fände. Aber wenn ich jetzt Riding nehme, habe ich nur Polearm und ich mag Polearm einfach nicht. Also das mochte ich zumindest im letzten Spiel nicht. Deswegen würde ich vielleicht auch sagen, das hier vielleicht mit Bow. Aber ich spiele eigentlich eher ja mit Nahkampf. Deswegen, da möchte ich eigentlich... Guck mal, hier können wir jetzt noch... Oh, warte, ich habe eine Idee. Wenn ich hier, sage ich mal, die beiden hochbekommen kann, ja, dann nehme ich hier mal lieber was für die beiden. Dann habe ich hier nämlich auch noch... Ah, das ist gut. Und das machen wir so. So. Und Story Background hier können wir auch noch was anderes nehmen. Da können wir hier Athletic... Mein Englisch ist übrigens nicht das Beste, wie ihr sicher, ne? Athletics wird es, glaube ich, ausgesprochen. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Auf jeden Fall, das können wir skillen. Gut, hier im Social-Bereich möchte ich jetzt eigentlich nicht so viel machen. Ich möchte, genau das hier klingt gut. Einmal One-Handed und dann noch, ne, Bewegungsgeschwindigkeit da. Und unser Name wird natürlich Melideas. Und wir können anfangen. Ja, ich würde das einfach mal so lassen hier. Ja, das lassen wir jetzt erstmal so. Das sind so die Standardeinstellungen. Enable Death. Also man kann ja auch, if heroes are able to die on the battlefield. Okay, hier kann man dann noch den Tod anstellen, das, ne, Permadeath. Das möchte ich jetzt eigentlich nicht machen.
Wir machen einfach das Spiel so und ja, werden dann einfach rausfinden, wie sich das Ganze so auswirkt. Mit den, also wie der Schwierigkeitsgrad, sag ich mal, ist, etc. Brother, it's been 3 days now, we've been tracking these bastards, I think we're getting close. Also wir verfolgen gerade irgendwelche Banditen, ich werde es nochmal so halbwegs sinngemäß übersetzen, zumindest was gesagt wurde ungefähr, weil es noch keine, ne, deutsche Übersetzung gibt. Ich werde das einfach zusammenfassen dann. Wir denken gerade darüber nach, wie sie dann, was sie machen werden, wenn sie aufholen und ob wir bereit sind zu kämpfen. Continue Tutorial. I'm going to run the course. I need to know. Genau, es ist so ein Tutorials hier. Okay. Play the Combat Tutorial. Ist es genauso wie Warband? Gehen wir hier hin. Okay, wie kann das denn aufnehmen hier? Ah, mit F, okay. Das ist genauso wie Warband. Spielt sich genauso wie Warband sehr, sehr flotti Karotti hier auf jeden Fall. Ach ja, ich muss ihn jetzt erwischen hier. Ah, genau, die Attacken müssen durchkommen. Das ist gerade gar nicht so einfach. Sag mal, willst du mich verarschen? Okay, Sword Tutorial haben wir. Da muss ich nochmal gucken hier. Jetzt könnte man noch Shield Training machen und. Also ihr seht, da können wir noch ganz, ganz viel machen. Shield Training, Crossbow Training, Bow Training. Das möchte ich jetzt nicht alles machen. Also ich möchte jetzt natürlich auch spielen. Und deswegen werde ich hier, ne, I'm ready, let's go. Da werde ich jetzt nicht lange, sage ich mal, rumdümpeln. Und hier ist das Trainingsfield. Go back to training leave. Before we do anything else, we are low on food. There's a village north of here. Okay, da kommen wir hier mal Proviant. Ne, der Bruder von uns, der sagt uns, dass wir wenig Essen haben. Da müssen wir jetzt hin. Ist halt wirklich schade, dass wir hier, ja, dass das Spiel noch in Englisch ist, aber trotzdem, ich denke mal, die meisten von euch können verstehen, was passiert, ne? Also es wird wahrscheinlich jetzt ein bisschen doof, wenn ich alles übersetze, aber wenn irgendwas Wichtiges ist, dann werde ich versuchen, es sinngemäß zu übersetzen. Interactions are limited during the tutorial phase. This interaction is disabled. Okay. Ach, die meinen wahrscheinlich das Dorf da hinten, wo ich hin muss. Aber die Grafik, ey, Leute. Die Grafik ist wunderschön. Da freue ich mich richtig auf die Mods, ey. Weil das Spiel wird von den Mods dann nochmal richtig schön aufpoliert. Das sage ich euch jetzt schon. Und das ist ja nur die Grundlage. Das ist ja Early Access hier, ne? Wahrscheinlich bin ich gerade zu blöd, das zu finden. Aber vielleicht können wir hier, genau, hier gibt es Quest. Da kann ich jetzt auch, Called Tevea. Tevea, wir müssen nach Tevea. Tevea. Da ist Tevea. Njau. Weil ich sehe gerade den Speed Mode nicht. Also bisher habe ich den Speed Mode noch nicht gefunden. Ist aber auch nicht wichtig. Wenn wir uns ein bisschen das schöne Spiel angucken. Take a walk around. Also ihr seht, hier sind auch in etwa die gleichen Sachen. Also wir können ja Produkte kaufen.
Troops halt kriegen, Leute anheuern. Wir kriegen hier auch, ne, die Möglichkeit, ein Dorf anzugreifen. Also das sind genau die gleichen Sachen wie bei Warband, nur dass alles viel, viel geiler aussieht und ja, einfach schöner gestaltet ist. We are here, I guess, so we need food and after that maybe, ne, der sagt halt, dass wir Essen brauchen hier. Und jetzt soll ich halt Essen besorgen für uns hier. Speak to the headman. Ach, da hinten. Da Headman. Aber schöne Gestaltung vom Dorf hier. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Auch die Grafik ist sehr schön. Ich meine, das ist jetzt kein AAA-Titel, sage ich mal. Aber es sieht wirklich super aus. Also wenn man das mit Warband vergleicht, ist das hier schon auf jeden Fall Next Level. Das ist richtig schön. Das gefällt mir super. So, und jetzt müssen wir kurz hier genau einmal kurz durchklicken. Also es geht halt um die Raider da. Genau, Recruit Troops. Das können wir hier auch. Also es bringt uns gerade alles bei, was wir so machen können. Jetzt können wir hier zum Beispiel, ne? Leaving a mission. To leave a mission you can. Genau. So, können wir hier rausgehen und jetzt können wir hier uns Truppen holen. Hier können wir uns anscheinend ja auch aussuchen, welche wir rekrutieren. Da gibt es dann wahrscheinlich verschiedenste Arten mit der Zeit. Also wenn man jetzt zum Beispiel beliebt ist bei einem Dorf, denke ich mal, dann hat man verschiedene zur Auswahl. Jetzt müssen wir hier noch Buy Products machen, genau. Und da kaufen wir jetzt auch noch ein bisschen was. Das ist wirklich sehr interessant. Also dieser ganze Aufbau hier. Es ist sehr ungewohnt. Location, Village Center. Ah, cool. Ich kann jetzt gleich mit denen reden einfach. I'm working on it. Muss ich denn jetzt noch alles machen? Gucken wir hier mal. Ach, ich habe glaube ich vergessen, die Truppen anzuheuern, ne? Genau. Recruit all und dann done. Genau, jetzt können wir mit dem hier reden. So, wir haben alles, was wir brauchen. Genau, da ist dieser wandernde Doktor, der immer durchkommt und einfach die Leute umsonst behandelt. Wir haben ihn das letzte Mal vor ein paar Tagen gesehen. Ja, und die machen sich halt Sorgen um ihn. Weil hier auch Raider durchgekommen sind. Und jetzt sollen wir hier anscheinend mal ein Auge aufhalten. Und vielleicht finden wir ihn ja sogar. Und ja, hier sind Raiders. Also hier sind jetzt auch die... Oh ja, hier sind jetzt verschiedenste Banditen, die wir angreifen können. Richtig cool. Sehr übersichtlich gemacht und auch sehr, sehr hübsch. Also das sieht wirklich super aus. Ich bin ja sowieso gerade total begeistert hier von der Grafik. Und hier haben wir so auch so ein Ausrufezeichen. Ich denke mal, das heißt, dass die mit unserer Quest in Verbindung stehen. Deswegen können wir den auch hier gleich mal auf die Mütze hauen. Ne? You encountered the Raider Party. Sehr schön gemacht übrigens auch mit den Bildern hier. Also ich kann mir wirklich vorstellen, Leute. Ich kann mir richtig... Ich weiß es eigentlich schon. Wie die Mods sein werden. Diese japanischen Mods zum Beispiel, so wo man mit den Japanern spielt und so. Oh, da habe ich richtig Bock drauf. Stellt euch das mal vor. Wenn das in diese Grundlage hier eingegossen wird, so ein... Oh, das wird einfach herrlich, Mann. Das wird einfach herrlich. Und... Genau, Movement Orders und so. Da können wir jetzt hier verschiedenste Sachen machen.
Oh. Ja, die sind zwar ein bisschen... Oh, die sind ein bisschen dämlich hier. You can tell charge speed, bla bla bla. Face enemy. Ich kann hier gerade nicht so wirklich... Doch, follow me. So, follow me. Ich muss mit den Befehlen erstmal klarkommen. Also ich komme mit den Befehlen noch nicht so wirklich klar. Attack! Ah, okay. Jetzt haben wir es, glaube ich. Also es fühlt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Aber es ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ne? Ja, und hier gibt es jetzt nochmal richtig schön eine Übersicht von uns, sage ich mal, und dem Gegner. Wir haben Moral gewonnen, wir haben Ansehen, ich glaube Renown, das ist ja Ansehen, haben wir gewonnen. Und wir haben keine Verluste hier, alles super. Ja, top. Das gefällt mir doch. Und jetzt sehen wir hier einmal die Leute, die wir gefangen nehmen können. Wir können gerade 14 auch gefangen nehmen. Und ach, diese Grafik, oder? Richtig gut gemacht. Richtig gut. Dann sehen wir hier noch ein paar Sachen, die wir mitnehmen können. Die können wir wahrscheinlich dann verkaufen. So. Beziehungsweise hat er die gerade angezogen? Das sah gerade so ein bisschen komisch aus. Egal. Ist, glaube ich, unser Equipment, oder? Bin mir gerade nicht so sicher. Aber dann sieht man da auch zum Beispiel, das Gewicht von dem ist besser. Aber ja, schön. Hier seht ihr das mit den grünen Zahlen. Also hier sieht man auch sehr gut, was besser ist. Oder ein schlechter. Das ist ziemlich cool. Ich habe, glaube ich, eben vergessen, noch irgendwas mitzunehmen. Aber werde ich dann beim nächsten noch mir alles genau angucken. Ich bin gerade so ein bisschen aufgeregt. Das tut mir auch leid, wenn ich hier ein bisschen mich verhaspel oder irgendwas vergesse. Aber wisst ihr, ich habe auch sehr, sehr lange auf dieses Spiel gewartet. Und ich bin einfach auch ein bisschen aufgeregt. Und ja, ich hoffe, dass ihr ja dabei bleibt bei dem Let's Play. Ich habe auf jeden Fall jetzt schon sehr viel Gaudi. Und hoffentlich ja, wird das auch so bleiben. Und hoffentlich haben wir hier sehr viel Content, mit dem wir ja, uns austoben können. Auf jeden Fall für diese Folge mache ich jetzt erstmal einen Cut. Die werde ich auch gleich rendern und hochladen, damit ihr gleich Mount and Blade Bannerlord, sage ich mal, hier habt. Und ja, danach nehme ich natürlich sofort weiter auf. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denne und tschüss. Ach ja, und wenn es gefallen hat, Folgen nicht vergessen. Bis denne.